herzlich willkommen zu Musotalk, dem Music- und Sound-Production-Podcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zum Musotalk. Heute machen wir ein Special und zwar mit den Jungs von Hofer. Hallo nach Karlsdorf. Grüß Gott, lieber Non-Eric aus Karlsdorf nach Berlin. Hi. Heute machen wir ja, ich glaube, ich habe es hier mir mal angeschaut, das ist ja schon euer, 12. Weihnachtsmix-Contest. Das macht ihr jedes Jahr und schon seit ein paar Jahren seid ihr immer dabei und klärt meine Zuschauer darüber auf, wie ihr die Spuren aufgenommen habt, was es da für Sachen gibt, die man beachten sollte, wenn man eben dann eure Spuren runterlädt und sich bei dem Mix-Contest beteiligt. Richtig? Genau, richtig. Wir wollen natürlich auch die Leute motivieren, dass sie Spaß haben, so eine Mischung dann mal zu machen und mit diesen Spuren dann auch einiges lernen, wenn sie damit umgehen. Genau, und das macht man nicht nur aus reinem Spaß, denn es gibt tatsächlich auch eine ganze Menge Sachen zu gewinnen. Ich habe jetzt hier mal auf eurer Webseite die wichtigsten Daten hochgeholt dazu. Und zwar Start des Contests, der läuft jetzt schon. Einsendeschluss ist der 31. Januar. Dann gibt es ein User-Voting. Ja, ist noch einiges Zeit. Da ist auch der Weihnachtsspeck schon abgebaut wieder, ne? Und dann gibt es eine ganze Menge an Preisen. Das heißt also, Mann, über 15.000 Euro zu gewinnen. Sogar, was, richtig Cash hier? 200-Euro-Scheine? Sind die nicht mittlerweile schon verboten? Bei uns gibt es die noch. Bei euch gibt es die noch. Land, da geht das. Ah, alles klar. Es gibt aber, glaube ich, mehrere Wettbewerbe mit verschiedenen Preisen. Kannst du das mal kurz erklären? Ja, man darf einen Mix machen von der Nummer. Da darf man dann tatsächlich nur das mischen, was man bekommt. Man darf zwar noch triggern, aber im Großen und Ganzen muss man sich dann an das Audiomaterial halten, was man runterlädt. Aber man hat auch alle Freiheiten bei einem Remix. Da darf man dann das Tempo verändern, die Stilistik. Da gibt es wirklich keine Grenzen. Und die Preise sind gerecht über beide Themen verteilt. Also wir freuen uns über jeden, der mitmacht. Und ob er dann einen Mix macht oder einen Remix, das ist eigentlich völlig egal. Okay, und dann gibt es ja einmal ein Voting der Jury, glaube ich, und ein Voting der User. Wie funktioniert das? Ehrlich gesagt bin ich da gar nicht so mit dabei, weil ich ja den Song in der Regel schreibe dafür und mich mit der Produktion sehr beschäftige. Wir laden da Leute dazu ein, die Ahnung haben von diesem Business und setzen die dann in Regie und dann wird halt gehört, viele hunderte Songs und wird sich eine Meinung gebildet, dann kommt man immer eine Klasse weiter hoch und wenn man dann bis zum Schluss drin ist und dann noch die Gunst hat von den Leuten, die das hören, dann wird man gewinnen. Und es gibt natürlich auch noch den Publikums-Vote. Da haben wir ein Portal, bei dem man den Song uploaden kann. Also jeder Mix kann dann gehört werden, nachdem man abgeloadet hat, von jedem. Und der kann dann dort eine Meinung hinterlassen und oder auch eine Voting-Stimme, ob einem das gefällt. Und wenn man da viele Stimmen zusammenbekommt, dann kriegt man auch bestimmte Preise und kommt auf jeden Fall auch weiter nach vorne. Sehr gut. Jochen, du hast im Vorgespräch erzählt, es gab eine Vorproduktion, der Song ist von dir geschrieben. Und dann früher hat man das ja Demo genannt, ne? Heute ist das ja eine Vorproduktion. Erzähl mal, was hast du gemacht? Ja, es ist eigentlich immer an Weihnachten im Vorjahr, dass ich mich dann damit auseinandersetze und mir überlege, was man denn als nächstes Mal machen könnte. Ich bemühe mich auch immer, eine ganz andere Stilistik zu machen. Vor 2 Jahren hatten wir ja ein großes klassisches Orchester mit am Start. Letztes Jahr war es eine reine A Cappella-Produktion. Und wir haben so gerade in den letzten 1-2 Jahren sehr viel auch mit Dennis Ward zusammengearbeitet. Und wer ihn kennt, weiß, dass er eher für die härtere Gangart steht und gerade in diesem harten Heavy-Bereich einfach einen ganz hervorragenden Ruf genießt. Und dann lag es nahe, mal mit ihm zusammen so einen Song auch dann zu produzieren. Und ja, dann habe ich mir viel Heavy-Sachen angehört, Black Sabbath viel gehört, aber auch neuere Produktionen und mich da inspirieren lassen. Und dann wurde jetzt halt eine Heavy-Nummer draus. Und ich meine, das Jahr an sich war ja schon anspruchsvoll in vielerlei Hinsicht. Und deshalb habe ich dann die Produktion eigentlich ab einem gewissen Punkt sehr fest in die Hände von Dennis Ward gelegt und war dann nur noch bei irgendwelchen Milestones mit dabei. Er hat auch die Mischung dann gemacht. Und ich bin mit dem Ergebnis extrem zufrieden.
Das heißt aber auch natürlich, dass es jetzt so eine Art Referenzmix gibt von Dennis. Und die Frage ist natürlich, was ist denn da der Plan oder was erwartet ihr? Erwartet ihr mehr, dass jemand versucht, noch einen besseren Mix zu machen oder einen anderen Mix? Dennis, wie sieht das aus? Na, es muss nur gut sein, glaube ich, oder? Man kann alles machen, was man will. Ich habe auch das gemacht, was ich meine, gut klingt, aber man hat jede Freiheit. Ja, es sollte radiokompatibel sein. Also der Mix sollte halt hinterher möglichst vielen Menschen gefallen. Beim Remix ist wieder ein anderes Thema. Aber man kann da auch andere Wege gehen. Dadurch, dass man auch triggern darf, kann der Schlagzeugsound ja auch komplett verändert werden, wie man mit Hallräume arbeitet und was man jetzt nach vorne schiebt, was nicht. Also ich glaube, in den letzten Jahren war es nicht zwangsläufig so, dass die Mischung, die am nächsten zu unserer Mischung war, dann gewonnen hat, sondern es muss einfach eine stimmige Mischung in sich sein. Okay, und ich habe hier gesehen, also du hast dir hier schwer die SG umgehängt, ne? Und Ja. abgerockt. Tommy Iommi, ne? Lässt grüßen irgendwie. Du musst dir nur noch die, musst du dir allerdings noch die Fingerkuppen an der linken Hand absägen lassen, damit du dann auch wirklich den guten Sound hast, den Tommy hat. Darauf habe ich jetzt verzichtet. Da kann man drauf verzichten, ne? Gut, Jetzt jetzt lass ja. uns doch mal über die Musik reden. Heavy heißt viele Gitarren. Wie sah das denn bei der Vorproduktion aus? Du hast ja hier heute auch mal dein Logic-Bildschirm am Start. Da können wir nochmal drauf schauen. Du bist ja ein Logic-User, das weiß ich. Aber man kann natürlich mit jeder DAW arbeiten und das bearbeiten. Und ich glaube, es sind Audiospuren, ne, ausschließlich. Oder kriege ich auch MIDI-Files? Also jetzt bei der Vorproduktion war in der Tat einiges MIDI-mäßig, gerade Pianospuren, auch das Schlagzeug fiel am Ende dann mit zwei Spuren dann in die Mischung rein. Das ist einfach dieser Logic Drummer, den ich da verwendet habe. Es ist halt so ein Konzept, dass ich höre, also ich habe angefangen mit der Pianospur, ich kann es mal kurz laufen lassen. Ganz am Anfang habe ich einfach dieses Riff gehabt. Ich glaube mal hier auf Solo. Oh, das ist jetzt dem. Genau. Oh, sorry. Das ist jetzt gar nicht mein. Genau. Es ist nicht mein Laptop, insofern sind meine Tastaturbefehle natürlich ein bisschen Gift für die ganze Sache. Ja, klar. Ja, also das war die Grundidee. Einfach dieses Motiv da, was da jetzt läuft, ne? Dun, dun, dun. Und wenn man jetzt die Automation sich anschaut, habe ich tatsächlich die Dynamik des Songs dann schon in dem Motiv abgebildet. Also gleich geht so ein Hi-Hat rein. Das ist dann die Strophe. Ich wollte, dass das im Prinzip so weiterläuft. Und weiter hinten sieht man dann, wie es dann wieder laut wird. Aber schon an dem Motiv war für mich dann eigentlich die dynamische Kurve des Liedes schon klar. Und dass die Strophe dann das Schlagzeug weiterspielt, aber alles andere mehr oder weniger wegfällt. Dennis hat da noch ein paar tolle Vorschläge gemacht mit Sechzehntel, die ich mir am Anfang gar nicht so vorstellen konnte. Aber eigentlich, als diese Spur mal fertig war, war eigentlich schon relativ viel passiert. Also ich hatte dann schon eine sehr konkrete Vorstellung von dem, was in dem Lied dann vorkommen muss und was nicht. Also ich finde das schon interessant, also Jochen, dass du einen Metal-Song, ne, einen Heavy-Song komponierst mit einem Akustik-Piano-Riff als Basis. Das habe ich auch so noch nicht gehört und gesehen. Also in der Tat habe ich das Motiv an sich natürlich auf der Gitarre entwickelt Ah, und okay. dann Ah, auf Piano okay. übertragen und dann aber den Song so aufgerollt. Ich kann jetzt mal einfach das ganze Ding laufen lassen. Wir halten uns jetzt auch gar nicht lange auf mit dieser Vorproduktion. Ich denke, es ist Genau. viel spannender, was Dennis so alles in den Spuren gemacht hat. Aber Genau. ich habe mir sogar getraut, da zu singen, weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass es besser ist, wenn man mit einem Sänger arbeitet, wenn man das schon mal so ein bisschen vorformuliert, dass er die Phrasierung auch ein Stück weit sieht. Da kommt es jetzt nicht auf Gesangstalent an, da kommt es vielleicht ein bisschen auf Mut an, aber hauptsächlich, Genau. der Dave, der wohnt in Holland, ne, und er konnte sich dadurch halt ein bisschen vorbereiten. Und wusste, wie die Silben verteilt werden. Und ich habe auch zweite Stimmen dann schon dazu gemacht, wo ich mir es vorstellen konnte. Oh, da bin ich jetzt Ähm, sehr wer jetzt dann die, gespannt, Jochen.
Ja, es ist so groß angekündigt. Hau mal rein, du. Ja, muss man jetzt wahrscheinlich durch. Ich steige da mal kurz vor den Vocals ein. Oh mein Gott. Hau rein. Ich denke, dass das kann reichen. Also so grob weiß man dann etwa, da spielt auch das Piano dann schon mit, dass die Töne noch ein bisschen klarer definiert sind. Aber mit so einem Demo kann dann eigentlich ein Sänger auch schon was anfangen. Und der kann natürlich da auch dann im Studio relativ schnell gute Takes einsingen, als wenn man ihn jetzt das erste Mal mit der ganzen Sache dann hier erst konfrontiert. Und Dave hatte ich auch sehr gut vorbereitet. Die Aufnahmen gingen relativ schnell mit den Vocals, aber er ist natürlich auch ein krasser Sänger. Also das, wo der schon dann erstmal den Mund aufgemacht hat und da die ersten Phrasen singt, dann weiß man plötzlich, was halt wirklich einen Sänger ausmacht im Vergleich zu so einem Laien. Ja, absolut. Gut, Dennis, jetzt hast du dieses tolle Demo, die sogenannte Vorproduktion in die Hände bekommen. Hast du jetzt einige von diesen Spuren übernommen oder was ist da jetzt bei dir draus geworden? Und viel interessanter noch, Dennis, ist zu erfahren, ein bisschen was zu erfahren über die einzelnen Spuren, damit derjenige, der sich jetzt dann die Mühe macht, die Sachen runterzuladen, selber versucht, einen Mix zu machen, dass der so vielleicht von dir jetzt so ein paar Tipps und Tricks gibt, was dabei zu beachten ist oder was das Besondere an den Spuren ist. Okay. Zuerst habe ich ein Demo gekriegt in diesem Form und Jochen hat gemeint, er will es heavy haben, also so heavy wie möglich, aber trotzdem modern. Und meine erste Reaktion war, ja, das müssen wir irgendwie ein bisschen gerade machen, rhythmustechnisch, also schlagzeugmäßig. Und dann habe ich einfach ein paar Sachen mit dem Schlagzeug ausprobiert. Ich will keine lange Geschichte draus machen. Und wir haben den Schlagzeug deutlich, deutlich gerade gemacht. Ich kann es hier vorspielen, eine Strophe zum Beispiel. Also natürlich, gerade geht's nicht, glaube ich. Wo soll ich anfangen? Beim Schlagzeug. Ja, das wäre schon mal ganz gut. Also ist es ein richtiges Schlagzeug oder programmiert? Das ist ein richtiges Schlagzeug. Allerdings, dieses Mal habe ich auch einen Trigger beim Kick and Snare zugelegt, weil das mache ich kaum. Und ich war der Meinung, vielleicht soll ich das zeigen, weil viele fragen danach, wie macht man das, was mache ich, wenn, warum. Alles ist echt. Snare Kick ist auch echt, aber halt ein Sample dazugelegt. Wir haben hier zum Beispiel... Ich habe mehrere Raummikros. Was ist das? Das ist ein Room Far, das heißt ziemlich weit hinten. Und das hört man nicht, weil es getriggert ist von Snare. Und das kann ich aber so abspielen. Dann hat man eine Blumenline, Figure 8 Room. Dann habe ich zwei Mono-Rooms, die ziemlich ähnlich klingen. Aber ich habe dann gemerkt zum Schluss, also diese eine, die weiß gefärbt ist, brauche ich nicht unbedingt. Dann habe ich einfach rausgelassen. Und was haben wir noch? Ja, normale Sachen, Overheads. Natürlich ein Hi-Hat. Und Toms, es sieht etwas irritiert aus, weil ich habe die quasi gegated. Das heißt, ich habe die Zwischensachen ungefähr, wie viel leise, ich weiß, mindestens 12 dB gemacht. Und dann... Hast du es mit der Hand geschnitten dann, diese Gate-Sachen? Hand geschnitten, ja. Nicht in Soundscape. Nein, 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 das ist alles so quasi live. Aber nee, du hast doch... Hast du nicht gesagt, dass du hättest das noch berichtigt? Hast du denn dann nachträglich das Audio quantisiert?
Nee, ich habe editiert, aber ich mache kein Quantisierung. Das mag ich nicht, ganz ehrlich gesagt. Ich mag das, wenn nach dem Fill das ein bisschen auf der 1 pusht. Ich mag das, wenn das Snare ein bisschen nach hinten hängt bei ein paar Stellen. Und bei manchen Fillen, wenn die zu gerade sind, das klingt einfach nicht mehr. So, man muss, finde ich, ganz vorsichtig sein mit dieser Quantisierungssache. Und absolut. Habe ich früher gemacht, mache ich seit 3-4 Jahren nicht mehr. Ich werde lieber Zeit investieren und wirklich zuhören und überlegen, ah, das mag ich nicht, das will ich ändern, das schiebe ich ein bisschen links oder rechts. Aber quantisieren, nee, das ist bei mir vorbei. Verboten, ne? So, ja, genau. Verboten, absolut verboten. Ja. Ja, Toms habe ich gegroupt hier. Und was habe ich noch alles? Werden wir auch den Schlagzeuger, den Simon hier aus der Hofer-Crew, der ist diese Musik eigentlich auch gewohnt. Ja. Und da waren die Aufnahmen auch schon so, dass man nicht viel quantisieren musste. Ja. Okay, sehr gut, sehr gut. Wie gesagt, habt ihr denn das jetzt eine Sache, die mich interessiert? Wie seid ihr denn vorgegangen bei der Aufnahme? Habt ihr zuerst nur Schlagzeug eingespielt? Oder mit Bass zusammen oder mit Rhythmus oder ein Guide oder wie ist dann so die Reihenfolge? Ne? Wie spielt der Schlagzeuger alleine oder spielt... Es gab ja diese Pilotproduktion und letztendlich konnte man damit natürlich auch einen ganz guten Guide machen, der dann im Hintergrund die Informationen lieferte, die der Protagonist braucht beim Einspielen. Genau. Aber da sehe ich ein kleines Problem, denn das würde ja bedeuten, du nimmst die Vorproduktion, lässt dann dazu spielen, um dann quasi nacheinander die Spuren auszutauschen, hast aber jetzt das Schlagzeugproblem. Denn eigentlich würde ich jetzt mal so sagen, wenn du einen Drummer von Logic benutzt hast, dann müsste jetzt meiner Meinung nach erstmal der Schlagzeuger spielen und dann die anderen wieder dazu. Weil ja irgendwo muss ja die Basis des Grooves sein. Also ich thematisiere das jetzt gerade so extrem, weil ich zuletzt auch mit eurer Hilfe einen Song gemacht habe, wo es genau eben dieses Problem gab. Ich habe dann im Prinzip eine Demo gemacht mit einer Guide-Spur aus der SP-1200 und die dann im Prinzip ersetzen lassen. Der Schlagzeuger hat dann quasi zu meinem Guide gespielt. Ne, einfach nur die Drums ausgemacht. Aber dann passen natürlich die Gitarren zwar noch gut dazu, aber man merkt schon, dass, das Schlagzeug und die anderen Spuren, beziehungsweise meine vorher schon eingespielten Gitarren, nicht wirklich organisch dazu spielen. Also manchmal kommt das sehr, sehr gut zusammen, aber nicht immer. Es wäre viel, viel besser gewesen, alle anderen Spuren wegzuschmeißen und dann wieder mit dieser frischen, neuen Drumspur von vorne anzufangen. Wie seht ihr das? Also das war hier gar kein Problem. Nicht zuletzt deshalb, weil ich Gitarren zum Beispiel auch mehr oder weniger zum Klick eingespielt habe bei mir zu Hause und dann später auch auf den Song gesetzt. Also wenn das Schlagzeug lebt da drin, aber das muss sich dann trotzdem nicht unbedingt beißen mit den Gitarren, die dann doch relativ klar auf den Klick gespielt sind. Also wir haben uns also so gedehnt, da läuft schon ein Metrum durch die ganze Zeit und alles andere ist halt so ein bisschen Interpretation, was aber dann ein Instrument, was auf den Klick spielt, nicht wirklich stört. Okay. Ja. Und ich glaube, es war eh nur die Rhythmusgitarre, was wir behalten haben. Alles andere haben wir nach dem Schlagzeug eingespielt. Ich habe natürlich vorher ein Bass zugespielt, einen Pilotbass, sodass man irgendwas hat, außer ein Keyboard. Weil ich wollte auch was ändern, ich wollte ein paar Sachen ausprobieren quasi. Das heißt, der Simon hat zum ein Pilotbass, fertige Gitarren, Pilot-Fills und Pilot-Gesang und Pilot-Orgel. Das haben wir natürlich alles danach gemacht. Erst Schlagzeug, dann kam, ich glaube, Orgel haben gemacht. Kam Dave. Wann kam denn Dave eigentlich? Dave kam definitiv nach Keyboards. Nach Keyboards, relativ am Ende. Das wusste ich gar nicht. Aber dann hat doch trotzdem der Simon zu den schon eingespielten, auf dem Logic Drummer aufgenommenen, zum Klick gespielten Spuren von Jochen gespielt. Dann habt ihr die auch geübt. Genau, und dann habt ihr diese alle weggeschmissen. Und dann habt ihr die alle weggeschmissen, und dann hat Dennis einen Bass Guide dazu gespielt und dann kam der Rest nochmal neu dazu, sodass im Prinzip doch der Rhythmus viel von der neu eingespielten Schlagzeugspur nachher das
Groove den Groove bestimmt. Das war nämlich leider bei mir eben in meiner Produktion dann eben nicht so, weil alle anderen Spuren bis auf das Schlagzeug und den Bass blieben da, wo sie waren. Und dadurch gab es schon so gefühlt, wenigstens, ich habe es gespürt wenigstens, so eine kleine Dissonanz zwischen den diesen Natürlich. Rhythmusspuren, die manchmal richtig gut miteinander funktioniert haben und manchmal eben so ein bisschen, man hat es einfach gemerkt, dass es nicht zusammengespielt war. Ne? Natürlich, natürlich, ja. Wenn man bei deiner Musik einen Klick mitlaufen lassen würde, ist das dann, hat man das Gefühl, dass der manchmal rausgeht, dass die Musik sich außerhalb des Klicks bewegt, oder ist das bei dir, kann dann Klick durchlaufen und man hat das Gefühl, ja, das läuft einfach sauber zu einem Klick durch? Nee, das läuft so sauber zum Hallo. Also ein bisschen spielen ja, kann nee, ich auch. Ja, nee, es gibt ja tolle Musik, die gar nicht auf Klick passiert ist. Also, ja. Klick heißt nee, ja nicht gut. Ich verstehe mich da nicht, ganz im Gegenteil. Also ohne Klick passieren manchmal die schöneren Sachen. Aber ja, das ist, ja, also bei da uns können wir jetzt eine längere Diskussion zu machen, Jochen, tatsächlich. Denn, denn ich hatte ein Streitgespräch, ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt hier hingehört, aber wir können es ganz kurz vielleicht thematisieren. Die Frage war nämlich, wie sinnvoll überhaupt dieser Klick ist. Ich spüre das oft und ihr kennt das bestimmt auch, ihr spielt mal ein paar Riffs so ohne Rhythmus ein, nicht ein, sondern spielt für euch improvisiert. Und da fällt mir schon auf, dass ich in so einem 2-3 Licks tatsächlich leicht andere Tempi drin habe. Na, dass ich also zum Beispiel den Vers ein bisschen wieder runterziehe, der Chorus ein bisschen hoch, der Break oder der C-Teil, nochmal ein anderes Tempo, und das macht man ganz natürlich. Und das verschwindet, wenn ich dazu zu einer Rhythmusmaschine, zu einem fertigen Drummer einspiele, und da steht dann nur ein Tempo oben. Ein bisschen Verlust habe ich da so, Verlustgefühle. Absolut. Was sagt ihr dazu? Oder in der Klassik, du wirst bei einem klassischen Konzert, wirst du keinen Klick durchlaufen lassen können, obwohl du nie das Gefühl hast, in der Regel, wenn es ein gutes Orchester ist, dass es irgendwie off ist, aber das wird immer interpretiert. Die würden wahnsinnig werden, wenn da ein Klick laufen würde. Absolut. Gut, haben wir das Thema durch. Gut. Das sind einer Meinung. Alles klar, super. Dann gehen wir nochmal hier in den Song hinein, und zwar vielleicht in der Reihenfolge, wie die Sachen mehr oder weniger eingespielt wurden. Also die Drums haben wir jetzt thematisiert. Wie viele Spuren sind das insgesamt, Dennis? Okay, das muss ich jetzt mal schauen. Ich habe zum Beispiel hier Snare mehrmals, aber das ist, weil diese eine Snare hier ist für Trigger. Nee, das ist für Trigger Gate. Ich habe Gates auf Raum, ich habe Gates auf Top und untere Mikro, und ich benutze immer einen Track zum quasi Gate-Triggern. Deswegen ist hier zum Beispiel gar nichts. Ich habe störende Geräusche weggeschnitten, und dann habe ich hier ein Snare-Trigger, wo ich tatsächlich trigger mit Slate-Trigger. Können wir mal hören, was du da gemacht hast, wie dein Trigger klingt? Natürlich, das klingt so im Solo. Und gar nicht so viel Transient, ist mehr so. Ja, das ist, naja, ich glaube, es klingt so jetzt. Aber eigentlich macht es schon viel aus. Okay, ich habe gesagt, wenn ich was trigger, dann trigger ich hier übertrieben, weil einfach ein bisschen besser zu machen, das bringt nichts. Wenn schon Trigger, dann richtig getriggert. Wenn dann voll. Und, der Volltrigger. Ganz genau. So, dann haben wir ein stinknormales SM, ich weiß nicht, warum da SN aus Snare, SM57er oben, dann ein Bayer 201 auch oben. Ich benutze oft zwei Mikros oben aus verschiedenen Gründen, sodass ich verschiedene Charakter habe. Und der eine fahre ich meistens preamp-mäßig viel, viel härter. Manchmal klippe ich es sogar, so dass es richtig zerrt ein bisschen, weil ich finde, es klingt einfach geil. Oben klingt so. Und unten, die andere obene klingt so. Echt? Yep. Und was habe ich unten? Was habe ich unten benutzt? Ich glaube, steht es da? Ein Mikro habe ich benutzt. Irgendwas. Ja, das klingt so. Oh, das klingt nicht so. Das klingt so. Ja, natürlich alle drei gegroupt. Und wie gesagt, hier gegated mit einem Hofer System Gate. Getriggert von dieser eine geschnittene Snare.
Und dann haben wir fast das Gleiche. Ich habe ein Kick-Spur quasi Gate triggered. Und dann habe ich, das ist getriggert Kick. Und hier habe ich wirklich nur ein One-Shot-Sample benutzt. Und was haben wir denn noch? Kannst du mal die Bassdrum mit und ohne Trigger laufen lassen? Das würde Natürlich. mich interessieren. Hier ist ohne. Und dann habe ich das dazugelegt. Naja. Interessant. So. Was habe ich hier dann? Wie hast du denn die Dynamikbearbeitung beim Trigger gemacht? Den Trigger habe ich nicht so dynamisch gelassen. Ich habe den Trigger gelassen, sodass da immer Impact war. Hast du die Immer. Quantisiert, die Lautstärke quasi vom Trigger? Das Velocity hast du. Es hat weniger Velocitätänderung. Es ist ziemlich immer gleichmäßig laut. Nicht immer, Okay. aber oft. Ich verstehe. Es ist auch so gespielt. Mega dynamisch ist es nicht eingespielt. Wollte ich nicht unbedingt für diesen Song, weil ich habe gewusst, es bleibt gerade. Und was haben wir noch? D12, ja genau. Kickdrum D12 in der Lok drin, glaube ich, ja. Und dann ein FET 47 außen. D12 klingt erstmal so. Und U47. Das sehe ich auch ein bisschen. Ich fahre es immer ein bisschen härter im Preamp. Was für ein Preamp hast du da eingesetzt? Da haben wir den Pult benutzt. Ah, SSL. SSL. Okay. Und Wer dann, was hat, ist das? Oh ja, der mein. hat. Ja. Wenn man kann, dann. Naja, wenn Ja, man und dann. kann, ne? Aber Kann ich man das glaube wirklich, gerade für machen? die Heavy-Produktion ist ein SSL nicht das Schlechteste, weil Ich bin Fan, da ist man einfach, definitiv. ganz viele Produktionen sind halt über die SSL gemacht und man hat sich an den Sound gewöhnt. Und gerade wenn man so wie er dann auch mal den Gain ein bisschen überfährt, dann kommt da ein Klangeindruck, den man kennt von anderen Produktionen, die man gut findet. Und wenn man jetzt eine andere Produktionskonsole, die auch gut funktioniert, da wäre es ein ganz anderer Overdrive-Sound, der einfach nicht so eine Hörgewohnheit trifft. Ja, das ist auch Okay. leider ein Problem heutzutage, finde ich. Viele kaufen ihren Octo, was weiß ich, Preamps. Man hat nur Linear Gain. Man kann nicht mehr machen. Man kann dieses Sound nicht so beeinflussen, Preamp-mäßig. Man kann natürlich ein Preamp kaufen, aber meiste gute Preamps sind teurer als die meisten Interfaces. Und Liebe doch ökonomisch gesehen Plugins, ist das. Jungs. Mann, Ja, wo seid ihr natürlich. denn? Alte Männer da hinten, Mensch. Dann Ja, nehme ich ein echt. Plugin von. Ist doch alles Emulation, Mann. Hey, guten Manche sind gar Morgen. nicht schlecht. Ich gebe zu. Manche sind tatsächlich sehr, sehr, sehr gut sogar. Ich würde auch nichts Ja. gegen Plugins sagen. Plugins sind okay. Aber wenn man einen Nur weil Pult ihr hat, da so ein möchte man. SSL stehen habt, versteht ihr? Kommt, Nee, das aber ist das doch ist eher alles dieses mit Show. bei der Aufnahme. Das ist nicht zu unterschätzen. Liebe Genau, Zuschauer, genau. das SSL ist da bestimmt gar nicht angeschlossen. Weil Nee, das, das, nee, ne, nee. da Das blinkt, ist. da sind nur noch so ein paar LEDs eingebaut, damit es aussieht, als wenn es an wäre. Aber das verbraucht ja 750 Genau. Watt, ja, oder mehr, Also 1000, so eine 2000 Watt, oder? Motorwand, das ist wie bei Zoom, ne? Dass man da einfach den Raum so künstlich aufblasen Genau. können. Genau. So, mal die nächsten Spuren hier, sonst wären wir heute nicht mehr fertig. Wenn du jetzt den Alles Bass hast, du klar. bestimmt auch mit DI-Box und nochmal am Ja. Amp und drei Mikrofone vom Cabinet, noch zweimal DI und so. Nö. Okay, dann zeig mal. Dann Okay, ich muss auch überlegen. Jetzt Aber haben es wir sind schon ja nicht lange mehr so her. viele Ja. Spuren. Bei der Heavy-Produktion sind ja maximal zwei Gitarren, ein Bass und ein Gesang angesagt, ne? Da bin ich ja mal Genau, gespannt. genau, genau. Okay, ich habe ein DI, Bass DI und ein Ampeg. Also ich habe mein SVT Ampeg abgemikt mit einem Shure SM7, glaube ich. Denke ich. Bin nicht sicher. Aber was ich dieses Mal gemacht habe, ist mein DI-Signal habe ich hier erstmal durch einen Group und durch einen Verstärker. Ein Ampeg. Plugin. Ein Plugin-Ampeg. So, das heißt, ich habe erstmal Ah, das. endlich Plugin.
Endlich, gell? Und das ist ein Plug-in Ampeg und dann habe ich mein Ampeg Ampeg. Das klingt natürlich so. Das ist ja nicht ist ganz interessant. Also man kann dann auf jeden Fall, wenn man sich die Spuren herunterlädt bei euch, auf jeden Fall mal die Ampeg-Simulation gegen einen echten aufgenommenen Ampeg antreten lassen. Natürlich. Ich finde diese einen BN oder BN15 von Brainworks also sehr, sehr gut. Das macht diese Art von summende Harmonic Overtone, das ist einfach genial finde. Das kriege ich bei bis jetzt kein anderes Plugin. Das höre ich bei meinem Eschen Ampeg, habe ich es sofort. Aber das ist eine andere Art und ich fand die Mischung zusammen einfach klasse. Ich habe diese altmodische tiefen Bass und es ist stabil und rund und ja, fand ich einfach schön. Okay. Mag ich nicht immer so. Jetzt bin ich mal okay. Ganz gespannt auf die Gitarren tatsächlich, denn die habt ihr doch bestimmt auch nicht mit einem Plugin aufgenommen, oder? Möchte ich gerade kurz was zu sagen. Also als ich die aufgenommen habe, habe ich es in der Tat über so ein Unison-Plugin gemacht. Ich habe die ganzen Unison-Amps mal getestet von UAD, habe mich dann für zwei entschieden, die mir gut gefallen haben, habe aber natürlich alles noch parallel DI aufgenommen. Und das kann man ja. Ich habe so ein Apollo Twin und da kann man ein Preset wählen, das man es in einem Rutsch macht. Das ist auch das Editieren, was ich gemacht habe, gar nicht schlecht, weil das DI-Signal zeigt natürlich viel deutlicher die Peaks und die also wie man das mal schieben müsste, wenn man ein bisschen nebendran liegt. Aber Dennis hat sich dann im Nachgang ausschließlich für die DIs entschieden. Es wurde alles reamped. Und wenn man den direkten Vergleich hört, muss ich auch da sagen, ja, es klingt einfach besser als diese Unison-Sachen. Das hat mir beim Einspielen Spaß gemacht und hat auch motiviert beim Einspielen, aber für eine richtige Produktion war es dann schon nochmal ein kreatives Mittel, das Ganze über, du hast noch einen Fußträger dann verwendet für Verzerrung und es war so, aber erzähl du was drüber, du hast ja gemacht. Naja, ich stehe auf Reamping, ich stehe auf Esche Verstärker, Plugin hinterher und ich weiß, es gibt echt viel. Ich habe kürzlich mit einer sehr bekannten Gitarrist aus Griechenland einen Test gemacht, weil er wollte unbedingt, dass ich ein bestimmtes Plugin benutze, weil es fand so toll und ich fand es auch gut. Ich habe gesagt, aber lass mich bitte einmal Reamping machen und lass uns probieren. Dann habe ich einen Test gemacht, zwei Plugins und mein Reamping mit Esch Verstärker. Und habe gesagt, sag du mir, welches du am besten findest. Und er hat natürlich den Esch Verstärker ausgewählt. Ja. Das zeigt, dass ja, es ist immer noch geil, eine echte Verstärker zu benutzen. So. Das habe ich noch mal eine Frage zu dem Reamping. Ist es denn nicht so, meine Erfahrung ist, dass ich als Gitarrist doch auch in den Amp hinein spiele. Ne? Also die Dynamik und wie der Amp reagiert. Das verliere ich doch beim Reamping, oder nicht? Absolut, absolut. Das ist wirklich wahr. Und manche Gitarristen zum Beispiel, letztes Jahr war ich in Hamburg und habe der Kai Hansen von Halloween aufgenommen. Und der ist einer, der sitzt gern im Zimmer mit seinem Box und seinem Verstärker. Er findet diese Feedback, mein Amp explodiert gleich Effekt sehr geil. Und das beeinflusst sein Spielen. Und dann, ja klar, aber wenn man nicht anderes kann und ich arbeite oft mit Musikern, einer ist, was weiß ich, in Australien, andere in London und einfach reinzufliegen, besonders in dieser Zeit, Corona-Zeit, das geht meistens nicht. Und wenn ich ein halbwegs guten DI-Signal habe, kann ich zumindest irgendwas mitmachen. Und dann dieses Argument mit Response von Verstärker, das ist bei mir total tot, wenn man ein Plugin benutzt, weil da ist kein Response. Ja, absolut. Definitiv nicht. Aber ich habe ja auch mit einem Marshall-Simulation eingespielt. Am Ende war es dann ein Marshall, über den reamped wurde. Also für mich war das
ich habe vielleicht auch nicht so die riesen Ansprüche, aber für mich war das absolut kein Problem. Ich habe mich mit dem Sound, den ich so gehört habe, beim Einspielen gut anfreunden können, aber was ich dann gehört habe, als Dennis reamped hat, hat mir auch extrem gut gefallen. Und dann, dann man muss halt auch mit dem arbeiten, was man kann und was man hat. Das heißt also, du hast auf dem Unison, so wie ich, den Marshall ab und zu mal auch benutzt. Genau, der ist nämlich ganz gut. Der ist ganz gut. Und also die DI kann man es nicht einspielen, zweifellos. Man braucht schon einen Sound, einen verzerrten Sound. Und wenn es dann beim Einspielen Marshall ist und beim Re-Amp auch ein Marshall, also so liegen da die Welten nicht dazwischen. Und wenn es jemand hört und da jetzt ein Gap fühlt, dann ist das so. Aber für mich ist das gar kein Problem. Es ist, was ich ja hier benutze in Berlin, ist so eine Isolation Cabinet, da ist ein 12er Celestion drin mit einem Schmarrn. Das funktioniert ja schon ziemlich gut, muss allerdings mir wahrscheinlich jetzt doch nochmal einen Power Soak holen, weil selbst dieser Orange, den man runterstellen kann auf 5 Watt, immer noch viel zu laut ist, um in der Wohnung den Amp richtig aufzudrehen, und ich merke schon ein bisschen mehr, wenn die Endstufenröhre nicht richtig aufgedreht ist, so ein bisschen Schmatzen fehlt dann noch halt. Ne? Ja, das verstehe ich auch. Ich habe auch so einen Reamp-Box, habe auch einen Power Soak. Heiße Tipps, gibt es 96 Euro von Thomann, ein Harley Benton Power Soak. Funktioniert. Ist ein bisschen laut, die Luft ist ein bisschen laut, aber billiger als ein Mikrofon. Und man kann andere Sachen mitmachen. Ich bin dabei, Videos zu machen, das werden wir später sehen irgendwann. Aber das ist mein heißer Tipp. Hier haben wir einen, was ist ein Marshall? Das neue, diese Marshall 25. Ja. JMP-Klon von Marshall. Voll aber höher, mit wenig Watt wahrscheinlich, den kleinen. Ne? Ja, ich glaube, es sind nur 25 Watt. Aber deswegen, wenn man verzerrt haben will, muss man auch schon sehr, sehr laut machen. Ja, deswegen haben wir einen Haben wir einen Breeder. Genau. Ja, weil es war leider nicht so. Ihr sprecht hier mit jemandem, der in seiner Anfangszeit seiner Punk-Gitarristen-Karriere einen Fender Twin gespielt hat. Und wisst ihr, wie laut der sein muss, bis er zerrt? Ich weiß, wie schwer das Ding ist. Oh, das ist unglaubliches Ding. Also, das ist wirklich eigentlich nicht einsetzbar mehr heutzutage. Gibt es tatsächlich kein einziges Plugin, wo ich sage, ist halb so gut. Das ist wirklich ein geiler Verstärker. Ja. Vermisse ich. Okay, Gut, jetzt haben wir schon fast alles verquatscht hier. Jetzt mal schnell im Schnelldurchlauf jetzt die Gitarre nochmal hören. Und okay, ja. Ich habe, wie gesagt, Reamping gemacht mit verschiedenen Mikros, und ich habe ein Near-Einstellung gehabt, so Mikros vor die Box, und ein Mikro habe ich, weiß nicht, 8 Meter entfernt in der Ecke von unserem großen Aufnahmeraum, sodass ich immer ein Room-Mic dazu gehabt habe. So, wir haben erstmal das. Das ist reine Marge. Und dann habe ich mein Room. Okay? Geil. Dann habe ich die natürlich links und rechts gegroupt, sodass ich diesen Effekt habe. Das ist immer gleich nur Mono, ich weiß nicht. Und wir haben noch mehrere Gitarre. Also im Gesamt 4 getan. Am Anfang habe ich nur 4 benutzt, weil ich wollte diese dynamische Wechsel von Intro auf Riff. Und dann habe ich quasi die extra Gitarren hier ein bisschen automatisiert, sodass ich ein bisschen mehr Dynamik haben könnte. Dann haben wir ein paar Ads, so Adlibs. Ich habe die nicht alle benutzt, und ich habe den Raummikro gar nicht benutzt. Das klingt ungefähr so. Ah ja, das sind unsere Effektgitarren. Stimmt. Ich habe gesagt, da fehlt mir was, Sechshändel-mäßig in der Strophe. Es war mir alles zu langsam, zu schwer. Und bin auf die Idee gekommen, einfach irgendeinen Effekt zu machen. Und das war das Endresultat. Was habe ich benutzt? Mein Gott, was sagen? Filter Freak und Phase, was ist das? Phase Mister zum. Noch ein Filter Freak. Ich habe 2 Filter Freaks. Keine Ahnung warum. Das habe ich gemacht. Und was noch? Dann haben wir ein paar Solis. Da habe ich ein Raummikro benutzt. Das klingt ungefähr so.
natürlich auch gereamt. Ja, und das war's für unsere Gitarren. Und ja, nun haben wir Keys. Wir haben 1, 2, 3, 4 verschiedene Sachen. Einmal Orgel, eine Hammond, welche Hammond war das? 300? L100 oder so. L100, ja, okay. Ich glaube. Und mit Leslie. 2 Mikros oben, eine unten. Ein Klavinett aus einem digitalen Keyboard. Aber trotzdem Klavinett durch ein Verstärker, ein Vox. Welches Vox ist das? Das ist die 30er. Ja, AC30. Genau. Genau. Und dann haben wir auch irgendeinen Mellotron-Effekt. So, Orgel. Das hat Spaß gemacht, natürlich. Macht immer Spaß, Orgel aufzunehmen. Hier habe ich, wie gesagt, stereomäßig 2 Mikros oben, eine unten und dann ein Stereo-Raum dazu. Das habe ich auch aufgenommen, stimmt. Und alles zusammengegroupt, ganz einfach. So kein großer Trick da. Ich habe den Hofer Saturator drin und ich habe das Ding gut gefahren, sodass es ein bisschen mehr zehrt. Es war für mich fast zu schön, zu brav. Und ich finde diese Hofer Saturator, besonders hier in Tape-Modus, das macht eine coole Verzerrung. Das macht echt einen geilen Effekt. Und ja. Als nächstes unser Mellotron. Kurze Zwischenfrage. Die Gitarre war nicht gedoppelt. Also das Gitarrenriff, habt ihr das gedoppelt oder gibt es das nur? Vierfach. Gequaddelt. Gequaddelt. Aber viermal eingespielt oder viermal. Ja, ganz genau. Und das war eigentlich interessant. Ich hatte erst auch viermal die ESG eingespielt und das klang mir aber dann irgendwie zu facey. Und deswegen habe ich dann noch eine Strat eingespielt und zweimal ESG rausgeschmissen, weil es eine andere Mensur ist. Die klingt halt vom Grundklang anders. Dann hat dieses Quatteln erst funktioniert. Vorher war das einfach technisch. Egal, ob man es reamped hat oder ob ich es mit meinen Simulationen laufen habe lassen. Also ich glaube, wenn man mehr als, also wenn eine Gitarre auf der gleichen Seite noch liegt, also wenn es dann 4 Gitarren werden, tut man wirklich gut daran, da auch unterschiedliche Instrumente zu nehmen. Idealerweise noch völlig andere Mensuren, andere Techniken einfach einzusetzen. Andere Mikrofone vielleicht auch. Oder so. Ja, das ist ja auch eine philosophische Frage mit dem Doppeln. Ne? Also das wird ja ein bisschen, klingt zwar jetzt erstmal dann fetter, aber es wird natürlich auch ein bisschen diffuser. Und ich benutze maximal 2 Gitarren und die dann hart links und rechts gepennt. Dann kann man auch tatsächlich die gleiche Gitarre nehmen. Und das hat ja Thin Lizzy, soweit ich weiß, perfektioniert. Die haben ja dann tatsächlich extra die gleichen Gitarren, gleichen Amps und so benutzt, damit sie diese schönen zweistimmigen Gitarren hinkriegen und so. Ja, das haben die bestimmt gemacht. Also wenn jede Gitarre einen Lautsprecher hat, ist es auch super. Nur so, wenn bald man anfängt, nochmal was dazu zu packen, dann ist eigentlich gar nicht schlecht, wenn man es zumindest mal ausprobiert, dass man ein anderes Instrument noch einsetzt. Ja, genau. Ja, sonst kämpfen die nach dem Ende des Tages doch mehr miteinander, als dass sie sich aufaddieren. Das klingt auch fasig. Ja, irgendwie klingt es einfach so, als wäre ein kleiner Flanger drauf manchmal. Das will man ja nicht. Okay, gut. Dann weiter im Song. Okay, Mellotron haben wir auch dazu gelegt, aber nur auf ein paar Stellen. Nichts Besonderes da. Ich habe, kann mich noch mal erinnern, was ich genau gemacht habe. Was habe ich da gemacht? Oh ja, ich habe ein bisschen Breite gemacht mit diese Studio D Chorus. Und natürlich hier diese Tilt, diese Hofer-Tilt. Ich stehe auf Tilt-EQ. Es ist lustig, dass es jetzt mittlerweile viele Firmen solche Plugins machen. Tilt-EQ. Ich kenne ein Tilt-EQ damals, also in den 90er Jahren. Das habe ich viele erzählt. Welches Studio war ich? Ich glaube, es war Horrorsound in Hannover. Der Techniker kam mit irgendein komisch aussehendes Gerät und da war nur Einzelknopf da. Also 80 Kanälen und Einzelknopf. Und ich so, was ist denn das? Ein Tilt-EQ. Man kann dumpfe oder helle machen. So, okay, was soll das? Aber fand ich geil. Und hier bei Hof-EQ, ich finde es so. Meine Oma hatte ein Radio, da war das auch so. Da kommt das auch wie ein Radio. Ja, genau. Klasse. Röhrenradio von früher, genau. Ganz hell genau. Oder dunkel. Super. Ja. Konnte man übrigens ganz gut als Gitarrenverstärker benutzen. Der hatte hinten einen Plattenspielereingang oder irgend sowas. Und der konnte echt
War super, hatte ich auch. Mein erster Verstärker war eine Hi-Fi-Anlage. Meins war ein Röhrenrad, ja, in der Tat, ja. Wow. Auch mit fünf so Soundschaltern, wo man okay, alles hatte, was man brauchte. Ja, ich war schon Solid State drauf damals. Oh, pfui. Okay. Bin bei dir. Okay, was habe ich noch drin? Ich glaube, das habe ich sogar dynamisch gefahren. Stimmt, habe ich dynamisch gefahren, diese Tilt-EQ. Okay. Sodass quasi, wenn es zu hell geworden ist, es hat ein bisschen... Das ging damals im Horror-Sound nicht. Das ging ganz sicher nicht. Ja. Ganz sicher nicht. Noch ein EQ, was habe ich gemacht? Nicht viel. Ich glaube, ich habe nur unten abgeschnitten. Das war's. Und oben ein bisschen abgeschnitten. Ja. So, jetzt bin ich auch mal gespannt, auch auf, habt ihr denn da auch Vocals drin oder nur Mellotron? Nö, das war eine Instrumental-Nummer. Ne? Ja, stimmt, wir haben ein paar Sounds hier. Ein bisschen, gell? Samples halt hauptsächlich. Ja. Und wir haben einen Moog. Ja, einfach so, weil es da war. Und dann haben wir natürlich auch Gesang. Okay, das wird jetzt spannend. Ja. Gesang, was haben wir benutzt? Neve 73 Preamp und Neumann U76. Ja, genau. Ich glaube, ich habe sogar ein bisschen Distress mit drauf beim Aufnehmen und das war's. Und das klingt ungefähr so. I really hate the cloud. Okay. Wow. Was habe ich da benutzt? Ja, das habe ich benutzt. Diese Console SSL 4000E. Ein bisschen honkige 300 rausgenommen und ein bisschen heller gemacht. Kleines bisschen komprimiert, glaube ich auch. Und das war's. Nur Hofer IQ EQ habe ich bestimmt als De-Esser oder so ähnlich benutzt. Ja, habe ich. Aber nicht als De-Esser bei einer harten Frequenz. Der Dave, erstmal muss ich erklären, der Dave kenne ich seit über 20 Jahren. 25 Jahren. Und ich habe mehrmals aufgenommen und er hat eine bestimmte Frequenz. Wenn er I oder also harte Vowels singt, manchmal ist es sehr unangenehm. Und bei solcher Dynamik-EQ ist es einfach genial, dass man nur diese störende Frequenz rausziehen kann, ab und zu, wenn es wirklich stört. Mhm. Und da war der Hof-EQ natürlich genial. Jetzt habe ich noch eine Frage, und zwar, Jochen hat das Demo gemacht, beziehungsweise die Vorproduktion, hat da eine gewisse Tonart natürlich bevorzugt, hat die benutzt. Und wie ist das denn dann, wenn dann der Sänger feststellt, oh, da, in dieser Tonart, da klinge ich gar nicht so gut. Wie geht man mit sowas am besten um? Oder habt ihr euch vorher Gedanken gemacht? Ja. Ich wusste definitiv grob, wie der Dave oder wie ein guter Heavy-Sänger das machen muss. Und deswegen habe ich ja auch damit Kopfstimme gesungen, damit es später passt. Ja. Okay, Dave, welche Tonart habt ihr denn da? Wo seid ihr noch? Das Drop D. Also die ESA ist auf D runtergestimmt. Genau. Drop D. Und der Song selber ist in welcher Tonart? Eben, Drop D. Drop D. Also in D. Also ich drop gar nichts, ich spiele fünfseitige. Ja, du. Ich spiele einfach D. Okay, D. Aber Grundton ist E. Und, ja. Grundton ist E, okay, alles klar. D, Dora. D. Also D. Die Gitarre ist einfach um eine große Sekunde runtergestimmt. Ja, ich habe das jetzt mal, ich weiß nicht, ob ihr das bestätigen könnt, ich habe jetzt mal meine Fender einen halben Ton runtergestimmt und klingt sofort besser. Klingt halt, ja, mach mal einen Ganzton, wird es noch besser. Kann sein, ich muss dann noch die entsprechenden Seiten kaufen für. Also ja, aber ich habe das da halt nicht. Ich hätte auch einen Zehner drauf, dann. Zehner gehört doch sowieso da drauf. Ah, wenn du mit Herz ziehen willst, geht das nicht mit einer Zehner, würde ich sagen. Stimmt. Dann spaltet ihr fünf Finger. Genau. Aber wie viele Spuren Vocals hast du denn aufgenommen? Ich habe nur ein Lied, ein Hauptgesang. Dann habe ich eine zweite Backing von ihm, so Hauptgesang, zweiten und eine dritten, der nur ein paar Mal eingesetzt ist hier. Hier sind ein paar Sachen, dass ich gemutet habe, weil ich fand es nicht gut, nachhinein. Das ist auch so ein Ding, das darf man nicht vergessen. Nur weil man es aufgenommen hat, heißt nicht, dass man es unbedingt benutzen muss. So, ich habe mich entschieden bei Mix raus. Ja, und das war's für Liedgesang. So wirklich sehr, sehr wenig. Hat nicht mehr gebraucht. Ich habe nichts gedoppelt und
für diesen Song habe ich schnell mal gebraucht. Wir haben dafür viel Frauenchor gemacht. Und ich sage Frauenchor, weil ich bin ein großes Led Zeppelin, sowieso. Country Southern Rock Band, mein Gott. Sweet Home Alabama, mein Gott. Lynyrd Skynyrd vielleicht? Lynyrd Skynyrd, mein Gott. Die mit dem Flugzeug abgestürzt sind, ne? Nicht alle. Aber fast alle. Ja, jedenfalls wollte ich so eine Art Chor haben. So A-O. Okay, alles klar, interessant. Und wir haben hier mehrere Sachen aufgenommen. Bei den Tracks, bei den Remix- und Mix-Tracks habe ich eine Stereo-Mix gemacht von das, weil es war zu kompliziert. Ich habe viele Sachen ausprobiert und ein bisschen editiert und ich wollte nicht 16 Chorspuren geben. Ich glaube, das wäre übertrieben und das ist unwichtig. So, und unser Chor klingt ungefähr so, wenn ich auf den Punkt kommen kann. Und mir zum kommt Beispiel, mir bekannt vor. Ja? Ja, Sweet Home Alabama. Schluss haben wir es ein bisschen größer gemacht, also mehr wird dazu. Wow. Und ja. Aber grundsätzlich doch für eine Heavy Produktion ganz schön viele Spuren und viele Elemente. Ne? Das ist ungewöhnlich. Das ist ja schon fast Prog-Rock, was ihr da gemacht habt. Ne? Naja, viele Spuren. Ich glaube, es sieht nur so aus, allein wegen der Gitarren, weil hier habe ich ein Raummikro für jedes Instrument. Sieht aus wie verdammt viel, aber ist nicht wirklich. Wenn ich sagen darf, im Vergleich zu anderen Produktionen, dass ich mache, ist das gar nichts. Okay. Ja, sogar für 15 Jahren habe ich hier bei Hofe eine Aufnahmeproduktion gemacht mit einer brasilianischen Band, die heißt Angra. Und Chor habe ich bestimmt 80 Spur nur Chor. Und dann nochmal 60 Percussion-Zeugs. Unfassbar. Schlagzeuger hat 8 Toms. Weißt du noch? Ja, natürlich. 8 Toms, 2 Rides, wollte immer alles abgemikt haben, 2 Hi-Hats. Und sein Spektrum von Becken war so breit, ich musste unbedingt 4 Mikros nehmen. Oh Mann. Overhead. Jetzt weiß ich. Viel. Ah. Tolle Mann, Musiker jetzt, auch damals. Ja, aber jetzt weiß ich auch, warum die Aufnahmen in den 70ern so beschissen geklungen haben. Die hatten ja nur 24 Spuren. Ja, aber die Aufnahme ging leider gut. Mal anhören. Ich glaube, die hat sogar dann Preise gewonnen. Ja, hinterher. Ich habe Preise gewonnen. Ja, sehr gut. Ja. Jetzt langsam aber sicher möchte ich den Song jetzt auch mal hören, halt. Ne? Alles klar. Von vorne? Bitte. Du kannst ruhig, einmal den Song durchhören und dann kann ich ja noch ein paar Fragen dazu stellen, vielleicht. Alles klar. Now did it.
Jo, super. Da wird der eine oder andere Schwierigkeiten kriegen, das zu toppen. Jo. Aber stell dir vor, wenn die Agra-Mischung genommen, dann wären es mal richtige Schwierigkeiten, ne? Mit 150 Spuren oder so. Oh, Wahnsinn. Ja. Jetzt zum Ende würde ich ganz gerne noch mal kurz darauf zu sprechen kommen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann mir also bei euch diese Spuren jetzt alle als Einzelspuren herunterladen. Ich gehe mal davon aus, wahrscheinlich Wave 16-Bit, Vollformat, ein großes ZIP-File, wahrscheinlich noch den Text und vielleicht auch ein paar MIDI-Spuren, dass ich so tonartmäßig was machen kann für einen Remix zum Beispiel. Ehrlich, da war jetzt gar nicht MIDI-Spuren dabei, so wahrscheinlich. Wir haben tatsächlich alles gespielt. Ja. Wir haben kein MIDI. Und ich habe, sagen wir so, ich glaube nicht, okay, dass ich einen MIDI-Ausgang hat, oder? Nee, definitiv okay, nicht. Okay, also es gibt auch für die Keyboards oder so keine MIDI-Files oder so, dass ich da zum Aber Beispiel für die Gitarre haben die DI-Spuren auch. Genau, die DI-Spuren sind auf jeden Fall da. Das sieht man auch ganz gut bei den DI-Spuren, wie unterschiedlich so eine DI-Spur je nach Gitarrenmodell aussieht. Ich meine, da ist DI, aber das sind Welten, wie einfach die Schwingkurve interpretiert wird dann von jeder Gitarre. Ja, das ist schon dramatisch, wenn man mal so umsteigt von der Strat auf eine Les Paul. Das ist nicht nur vom Spielgefühl her total anders, das ist eine ganz andere Welt halt. Ne? Ja, definitiv. Gut, ich gucke jetzt nochmal, wann war jetzt das Ende des Votings, gucken wir nochmal hier rauf. Also, es ist schon gestartet. Einsendeschluss ist am 31. Januar. Dann User-Voting 11. Februar. Das heißt also, wenn ich jetzt was uploade bei euch, dann erfahre ich am 15. Februar, ob ich was gewonnen habe. So schaut's aus. Und es gibt ja noch ein Song-Video, was man sich anschauen kann, das dann auch nicht so hakelt wie eben beim Ablaufen lassen. Da kann man sich auch ein bisschen inspirieren lassen, muss es aber nicht. Man kann einfach auch mal an den Song so rangehen, wie man das halt tut, wenn man jetzt eine Kundenproduktion bekommt. Da gibt es ja auch keine Vorlage. Gut, ja. Das war jetzt nochmal ein wichtiger Tipp von dir, Jochen, dass man sich natürlich den Mix von Dennis nochmal in Ruhe auf einer guten Anlage hier herunterlädt, sich anschaut, anhören kann. Ich habe sogar dabei bei den Files. Aber es gibt auch ein leidlich witziges Video dazu, wo man da noch ein bisschen was erfährt, weil man die Instrumente sieht, wenn es eingespielt wurde, so ein erweitertes Making-of. Wir werden auch noch ein sehr detailliertes Making-of oder ein Mix-Walkthrough hier drehen. Da gibt es sicher dann auch in den nächsten Wochen schon die ersten Sachen bei uns auf der Seite, wo dann ganz detailliert pro Spur jeder Parameter beschrieben wird, was da getan wird und damit so klingt. Quasi als Ergänzung zu unserem Video heute, ne?
Ganz genau, aber das gibt es dann in der finalen Version natürlich erst nach Ablauf des Contests, aber so ein paar Sneak Previews werden vorher da schon kommen. Ah, das ist ja interessant. Da bin ich mal sehr gespannt. Und ein Making-of gibt es halt auch auf der Seite schon, ne? Wir haben ja was gedreht. Ja, da sieht man nochmal, wie die Aufnahmensituation aussah, an welche Mikrofone es im Einsatz kam, wie das aussieht, wenn so eine Vorstufe übersteuert und so und wie das klingt. Auch da lohnt es sich mal ein bisschen rein. Das ist natürlich für den einen oder anderen jetzt eine gute Übung, einfach mal zu prüfen, wie weit er schon mit seinen Kenntnissen ist, was das Mischen angeht. Stellt euch einfach vor, ihr habt diese Spuren jetzt bekommen als Auftrag, als eine Art Auftragsproduktion, habt auch ein Demo bekommen von Dennis, an dem ihr euch orientieren dürft. Und eure Aufgabe da draußen ist jetzt irgendwie mal abzudrücken und zu zeigen, dass ihr in der Lage seid, hier einen amtlichen Mix zu erstellen. Falls das nicht gelingt, gibt es immer noch das Hofer College und da könnt ihr dann lernen, wie das richtig geht. Schön, dass du das sagst. Also da hätten wir auch noch einen Tipp. Wenn man da nicht weiterkommt, dann zeigen wir allen gerne, wie es geht. Alles klar, das ist so ein schönes Schlusswort. Dann würde ich mich gerne bedanken bei euch beiden und dann machen wir jetzt Schluss und dann sehen mich und vielleicht auch euch, die Zuschauer, bald wieder in einem Browser. Eurer Wahl, ihrer Wahl, deren Wahl. Egal. Tschüss. Unserer Wahl. Tschüss. Tschüss, vielen Dank. Ciao.